select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Michael, die Enttäuschung natürlich groß jetzt, man sieht es dir an. Kannst du ein paar Worte dazu sagen? Ja, wir sind alle sehr enttäuscht. Ist ja klar, bei so 50-50 Spiele, wir haben alles gegeben. Und wir werden aus dem Spiel sehr viel lernen. Und nächstes Jahr geht es dann weiter mit einem neuen Anlauf. Ihr habt gut begonnen. Leider wollte die Deutsche Bahn nicht, dass ich es auf die Kamera bekomme. Kannst du uns vielleicht sagen, wie das schöne Tor gefallen ist, das zum 1:0 führt? Ja, also das 1:0 war ein Freistoßtor, ein wunderschönes von unserem Trainer Viktor. Ist ja bekannt, dass er die Freistöße perfekt schießen kann und er hat ihn perfekt getroffen und deshalb verdient auch in 1:0 Führung gegangen und dann haben wir vergessen, das 2:0 zu machen. Wir waren klar besser und hätten wir da 2:0, 3:0 nachgelegt, dann wäre das Spiel anders ausgegangen, da bin ich mir sicher. Also in der zweiten Halbzeit hatte ich den Eindruck, ihr seid schon angerannt, aber irgendwie, ja, erschien es mir so, als ob ihr nicht mehr ganz daran glaubt, es noch drehen zu können. Oder habe ich das falsch gesehen? Wir haben bis zum Schluss daran geglaubt, das Tor zu machen. Noah hat der letzte Moment. Wir haben dann versucht, noch Eckbälle rauszuholen. Und ein bisschen Glück hat natürlich dann auch gefehlt am Ende. Ja, was denkst du, wie es nächste Saison sein wird? Kann man direkten Wiederaufstieg als Ziel ausgeben oder wie sieht's aus? Ich selber spiele nicht mehr in Büchig, also ich wechsle. Aber ich wünsche der Mannschaft alles Gute und wenn noch 2-3 Verstärkungen kommen, dann wird Büchig sicherlich vorne dabei sein. Michael, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg, egal wohin es dich dann nächste Saison verschlägt. Vielen Dank, dir auch. Ciao. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.